So, ihr Schnuggels, da sind wir wieder in World of Warcraft, Warlords of Draenor, und wir haben heute die Invasion der Schattendingsbumsgedönse. Schattenmondtal, wie auch immer sie heißen. Deswegen ist ja auch so schön grün, in diesem wunderschönen Grünton. Da werde ich mir meine Wohnung auch mal mit anmalen. Das ist so richtig beruhigend. Und ja, warum laufen die Leute hier weg? Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Nein! Bei diesen Invasionen handelt es sich darum, dass man seine Garnison ab und zu mal eben unter Angriff gestellt bekommt, nämlich von dem, was man so plättet. Derer im Übrigen so ungefähr 500 Mobs. Es gibt verschiedene Fraktionen, die man kloppen kann. Das seht ihr dann nach und nach auch über die Tatsache, dass ihr diese Dailies machen könnt für die Apexis-Splitter. Und wenn ihr 500 von irgendeiner Sorte geplättet habt, wird euch irgendwann, naja, ja, was besuchen gehen, wie zum Beispiel diese hübschen Orks hier. Wobei hübsch halt wieder, ne? Nur ein toter Ork, ist ein guter Ork. Wichtig an der ganzen Geschichte ist, es gibt die süßen, markanten Bronze-, Silber- und Gold-Erfolge mal wieder. Das heißt, im ersten Moment natürlich ein Erfolg. Und es gibt dafür Loot, und zwar einmal pro Woche. Lohnt sich auf jeden Fall, weil es sind auch Ressourcen mit drin, die ihr für eure Garnison gebrauchen könnt. Da sind drei Mounts drin, die ihr haben könnt. Eins davon habe ich im Übrigen mittlerweile schon. Und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt einfach mal nach und nach, jetzt mit der ersten hier, wie man das macht. Es gibt drei Positionen, dann wenn der eigentliche Angriff gestartet worden ist. Hier ist jetzt das Tor, das ist vorne, logischerweise. Ja, guten Morgen, es ist Urlaub, ich kann mich auch mal der Scheiße ausdrücken. So, ich darf das. Ne, es gibt vorne am Tor. Dann gibt es oben am Magierturm, das zeige ich euch auf der Map, wenn ich hier mal gerade den Ork hier mal kurz über den Jordan gefeuert habe. Piss dich jetzt. Hau jetzt ab. Lass meinen Pepe in Ruhe. Pepe, der gute Pepe, auf meinem Kopf ist der Pepe. Der gute Pepe. So, hier oben, wo der Ragnar rumdäumelt, und die Mitte, wo der Everloy rumdäumelt. Und das sieht dann so aus, dass man eben diese Punkte hier verteidigt nach Möglichkeit, so gut wie möglich, so schnell wie möglich. Weil je schneller man den platt macht, desto schneller kommen auch neue. Hier geblieben. So, wenn ich hier labere, bin ich natürlich nicht so schnell, das ist klar. Deswegen rufen wir uns mal direkt ein bisschen die Hilfe. Ihr könnt ja auch immer wieder hier, ne, die Call to Arms machen. Ruft eure Leute zusammen, am besten so oft wie möglich. Und du musstest ja genau jetzt zu mir laufen, du Vollspacko, oder? Ah, großartig. Das finde ich jetzt nicht so toll, weil der Bauer muss gerettet werden und ich bin jetzt gerade mit im Kampf, das ist ein bisschen doof. Abholen bitte einmal, wäre ganz cool. Ansonsten, oder das müsste jetzt sogar kommen. Ja, jetzt geht's, okay. Ab und zu kommen hier diese Bauern, diese Terrified Peasants. Und die muss man blöderweise wieder wegbringen. Hier, hallo, hallo, kommst du mit? Der will nicht mit. Das ist natürlich richtig scheiße. Jetzt gleich mal gucken, vielleicht muss ich doch hinlaufen. So. Und die muss man dann dementsprechend... Kusch, ihr Homo-Fürsten, geht weg. Ihr Pimmelbacken. Ja, er nimmt mit. Hervorragend. Finde ich gut. Merci. Na, ihr wird nicht gezaubert. Hier wird nur gestorben. Es ist halt immer das gleiche prinzipiell. Es werden immer stärkere Wellen werden. So, ne? Also nicht diese hübschen Wellen, die man am Meer so hat. Nee, die kann man nicht so genießen hier. Das setzt einen immer unter größerem Druck. Vor allem Leistungsdruck. Kannst du nicht arbeiten und so, ne? Ja. Muss immer kräftig drauf da. Also, ich glaube, es geht los. Und, macht die halt weg. Und unten seht ihr hier in der Mitte, genau das wollte ich mal sagen. Hier unten 165, 166. Mal schnell hier, komm. 169. Was Großes. Sehr cool. Da hauen wir mal direkt meine Spiegelbilder rein. Und ihr müsst gucken, dass ihr, wenn ihr Gold haben wollt, da gibt es mit den Mounts mit drin im Beutelchen, müsst ihr 1000 erreichen. Ihr kriegt noch Boni-Punkte, also nicht nur durchs Killen kriegt ihr Punkte, sondern auch nachher durch die Gebäude, die zum Beispiel nicht kaputt gemacht worden sind oder beziehungsweise nicht beschädigt wurden. Auch dafür gibt es Punkte. Dann gibt es Punkte für das Retten eben dieser Bauernburschen, die gerade eben kamen. So, dann haben wir hier das ganz Mieses, diese blöden Schlampen, die verzaubern nämlich unsere eigenen Leute und die kämpfen dann für sie. Man kennt es ja, kann man aber auch unterbrechen, wenn man hier rauskommt. So. Und dann kriegt sie nämlich kräftig eins auf den Arsch. Auf ihren Nackten. Fast Nackten. Also Semi-Nackten. Quasi. Ja, da bleibst du auch mal hier stehen. Ah, jetzt bin ich schon wieder in dieser blöden Gaswolke. Komm. Ab und zu hört ihr wahrscheinlich das Klick meiner mechanischen Tastatur. Ich weiß gar nicht, ist es auch eine mechanische Tastatur? Ja, don't give a shit. So, eigentlich wollte ich euch noch buffen. Fällt mir gerade ein. Habe ich oben nicht gemacht. Wart schon alle weg. So, a Horde Spy snuck in amidst the chaos. Ah ja, also es gibt manchmal auch so Spezialgegner. Das war wie der Große gerade am Tor. In dem Fall ist ein Hordenspion hier eingebrochen. Der muss natürlich relativ schnell weggemacht werden, weil der A, gibt er mehr Punkte. Und B, die stellen auch irgendwas an. Aber frag mich nicht, was der eine macht. Wahrscheinlich auch nur einfach vier tot. Press the attack, onward. Ja, was heißt onward? Wir stehen hier und verteidigen, Mann. Das tun wir. Jawohl. Und das ist richtig gut noch dazu. Naja, was ist richtig gut? Wir haben jetzt 4 Minuten 23 oben rechts. Seht ihr das im Übrigen runterticken.
noch übrig, um noch ein paar Pünktchen zu machen. Das ist lustig. Ne? Wenn so ein Angriff im realen Leben wäre, so Afghanistan oder sonst irgendwo, aller. Ja, wir haben jetzt noch genau 4 Minuten 10, in denen wir hier unseren Standort verteidigen müssen. Dann kommen keine Wellen von den Taliban mehr, beziehungsweise den ISIS. Das ist eine sehr gute Sache. Ihr haltet euch richtig gut. Ich heile euch dann ab und zu mal hoch, hier mit Bandagen und so. Ja, nee, das wäre natürlich sehr cool. Andererseits, wir brauchen schon Kriege. Ah, guck mal, da kommt noch was Dickes zum Spielen. Sehr schön. Ist wie Kinderüberraschung. Nur ohne Kinder. Und vielleicht ohne Schokolade. Und, ja. So, jetzt stirb. Na, bäh, kotzt er auf meine Füße. Ich glaub's ja nicht. Wer wäscht mir das wieder raus? Das kostet doch Geld. Wer zahlt die Reinigung? Hm? Ha? Hm? Ha? Ich nicht. Für die Allianz ruft er. Ja, das ist schön. Dann gibt's auch mal einen Buff im Übrigen hier. Sieht man diese Schildchen über dem Kopf? Bei mir auch. Dann laufen nämlich kurzfristig schneller. Hier. Ah, jetzt kommen schon wieder die Schlampen-Heinis. Schlampen-Damen. Nein, nix Jealousy. I'm not jealous. Und sie bin ich auch nicht. Stirb. Geh kaputt. Du da oben auch. Hör auf, meine Wache auszupeitschen. Das darf nur ich. Während der Pause. Das hat jetzt keiner gehört, oder? Ja, gut. Sehr schön. Herr Össe. Naja, die Wache auspeitschen. Das gehört halt schon zu gutem Ruf, ne? Man hat ja einen Ruf zu verlieren hier. Man muss ja ab und zu mal ein bisschen für die Moral der Soldaten hier so, ne? Einstehen. Ja, jetzt reicht's. Geh mal kaputt. Mach kaputt, was dich... Jetzt kostet die mich auch noch an. Glaub's ja gar nicht. Hallo? Hallo? Der Mager macht doch... Quatsch, der Hunter ist natürlich ein bisschen einfacher. Der hat keine Gaszeit in dem Sinne, bis auf seinen einen Schuss da oder so. Ja gut, je nachdem, was es ist. Es ist meins. Es ist meins. Hab's erst gesehen. Der kleine Rote da. Also sah so ein Spion hier im Übrigen. So ein Operator, was auch immer, keine Ahnung. Der wollte wahrscheinlich hier Häuschen kaputt machen. Mit Bömmchen. Bomberman spielen. Bomber Goblin. Gut, ja, schön. A terrified Worker is caught in the open. Das heißt, oben ist er hier. Unten rechts gucken müsst ihr jetzt. Ja, Augen, unten rechts. Nein, nicht dahin, dahin. Genau, dieser grüne Punkt, das ist so ein ängstlicher Bauer. Und wie ihr wisst, Bauern können nicht viel. Deswegen heißen sie auch Bauern. Ja, ja, gerade noch so. Jawohl, super. Und deswegen müssen die gerettet werden und müssen ganz da hoch zum Hauptgebäude da hier, ne? Big Ben und so, und da hochgeschleppt werden. Damit sie sich in Sicherheit fühlen. Toll, ne? Super. So, jetzt kommen noch ein paar Dämonen. Die sind schon mal 554. Das könnte Gold gerade so klappen. Wenn, ja, wenn. Das wird dann, wenn ich wäre. Ich rufe jetzt mal meine Wachen hier. Komm, so, zack. Los geht's. Für die Allianz. Denn wer sich mit Allianz versichert, der ist voll und ganz versichert. Das kennt ihr wahrscheinlich so nicht. Vor allem die jüngeren Leute von uns nicht. So, wieder ein Buff bekommen. Ich brauche noch ein bisschen was hier. It's all about the base. Komm hier. Spüre meine Base. It's all about that base. Ich müsste eigentlich diese Episode so nennen, it's all about that base. Andererseits ist ja nur hier Garnisonenangriff gedöns. Komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Doppelter Schlag hier auch nochmal rein. Hier, komm, wusch, watt, bumm, weg ist er. So, huch, da hinter mir ist ja noch was gewesen. Ach Gott, da oben ist auch noch was. Sagt mir das eigentlich keiner. So, da ist mir also tatsächlich noch jemand zur Hilfe gekommen. Ich brauche keine Hilfe unten, ich kann das alles alleine. Halt, hier geblieben. Muss man ein Schild nochmal hochmachen. Lass meinen Peppe in Ruhe. Peppe, der gute Peppe. Peppe ist übrigens das Vögelchen auf meinem Kopf. Ich kann mal kurz mal rangehen hier, so viel Zeit muss sein. Da, seht ihr das, da ist Peppe. Verdammt, habe ich die Kamera gedreht. Peppe, der süße Peppe. Upp, da ist noch was. Der Sergei. Ist das eigentlich Französisch? Sergerei? Also Sergerei. Sergerei. Whatever will be, will be. La 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 la. Ja, ich weiß, es ist Kälterer. Aber passt ja auch, ne? Kälterer. Hm, ja. 759, also wir machen locker. Komm, noch, hier nochmal kurz hinterher schieben. Einen Angriff hätte ich gerne noch. Was sollte Gold ganz knapp entweder sein oder verfehlen, wie auch immer. Kurz mal gucken, wenn der Hordische Spy noch erledigt wird und dann dieses Kropfzeug hier noch. Und dann vielleicht, ja, den auch noch, dann sind wir bei 800. Und dann müssten wir eigentlich, jetzt machen wir noch Cleanup, das ist der Rest, Gold schaffen. Also hier unten habe ich auf jeden Fall alles aufgeräumt, was kam, in der schnellstmöglichen Geschwindigkeit. Jetzt gehen wir in die Mitte. Da prügelt nämlich auch noch was rum. Der da. So. Und dann gibt es nämlich nochmal einen Bonus, nämlich den dicken. Jetzt gibt es nochmal die Boni oben drauf für die Hütten und ich glaube, das könnte wieder nicht klappen. Dann sieht auf jeden Fall schon mal Silber. Das ist auch nicht schlecht. Und vielleicht finde ich dann noch eine andere Garnisonsgeschichte, die jetzt nicht mit dem hier zu tun hat.
Nee, das reicht, glaube ich, nicht. Da hat irgendjemand zu viel Schaden gemacht und ich kann mir fast vorstellen, dass das der böse war hier. So, 1, 2, 3, 4. Los geht's mit dem dicken Tier. Schick mal das Ding mal über den Jordan hier. Ja, ich glaube, der Jäger war nicht ganz so pralle. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Muss nicht sein. Ich habe ja keinen Überblick, was oben passiert. 1008, oh, wir haben Gold geschafft. Ja, zack, boom, da ist sie. Normalerweise kriegt ihr mehr als das. Ich habe vorher schon mal Silber gemacht, also nicht wundern. Ihr kriegt 3 Taschen. Ich habe jetzt eine bekommen, weil mir die gefehlt hat. Wenn die aufmacht, mit ein bisschen Glück. Oh, guck mal. Ich habe so wenigstens einen Kombinationsdingsbums für meine Sache, für mein Häuschen bekommen. Das ist cool. Und, ja, 645er Schüchen in Stamina Mastery Multistrike. Das ist richtig cool. Die ziehe ich auch an. Die sind nämlich besser als meine jetzigen. Weil ich brauche hauptsächlich Multistrike, deswegen Füßchen-Upgrade. Yay. Na, was habe ich jetzt eigentlich für ein Item-Level? Ah, 647 in der Tasche und 600 Dingsbums. Ja, gut. Ich bedanke mich noch ganz kurz. Klar, gerne, sagt man da so schön. Und dann gehen wir aus der Party raus, beziehungsweise wieder in seine eigene Garnison. Ich nehme euch mal kurz mit. Zeige euch mal, wie es bei mir aussieht. Ah, schön. Also, so kriegt man auch mal 11 Minuten rum, wenn man gerade keine Idee hat, was man mal aufnehmen könnte. Ich werde noch ein paar Garnisonsaufnahmen machen, sehr wahrscheinlich. Also, dass ihr alle Garnisonsdinger mal seht. Und jetzt zeige ich euch Peppe zum Abschluss nochmal, denn Peppe ist mein Glücksbringer gewesen. Hier ist Peppe. Das ist der süße Peppe hier. Der süße Vögel auf meinem Kopf. Da geht nochmal kurz einen Screenshot. Der guckt sich da mal auf ein schönes Bild hier. Zack. Screenshot. Ah, ist der knuffig. Ach, ich liebe Vögel. Na gut. Ne, ich bin gut zu Vögeln. Bis dann. Tschüss. Dann. Tschüss.